Moin Leute, ab dem 4.12.22 ist ein spezieller Film auf Netflix, nämlich Mank. Dieser erzählt nämlich die Geschichte von Herman J. Mankiewicz. Und was das überhaupt bedeutet, was für ein Film das ist, das sage ich euch nämlich jetzt in meiner spoilerfreien Kritik hier auf meinem Kanal. Ich bin Dennis und das ist Nerdcheck. Mank, ich bin Orson Welles. Selbstverständlich. Ich denke, wir müssen uns unterhalten. Wie sagt der Schriftsteller doch gleich? Erzähl die Geschichte, die du kennst. Der Drehbuchautor Herman Mankiewicz, auch bekannt als Mank, will es in Hollywood als Schreiber zu etwas bringen. Mank ist durchaus talentiert, doch Spielsucht und Alkohol schaden seiner Produktivität. Manks Ansehen in der Branche schwindet, er wird zum Korrektor und Co-Autoren degradiert. Schließlich bekommt er den Auftrag für ein Drehbuch, aus dem einer der bekanntesten Filme aller Zeiten entsteht, Citizen Kane. Doch die große Depression hat auch Hollywood in ihren Fängen. Ja Leute, Mank ist auf jeden Fall eine US-amerikanische Filmbiografie von David Fincher. Ja, den David Fincher, der Social Network gemacht hat, 7, Fight Club bis hin zu Gone Girl. Der natürlich jetzt schon ein bisschen länger ist, 2014 hat er diesen gedreht. Jetzt widmet er halt Herman J. Mankiewicz, ein Drehbuchautoren aus den 30er, 40ern, der mit Orson Welles, die ja damals, wie gesagt, Citizen Kane gemacht haben, seine Streitigkeiten hatte. Das Drehbuch stammt noch von seinem Vater, nämlich Jake Fincher, und wurde dann so gesehen 2019 alles verfilmt. Ja Leute, fangen wir erstmal mit dem ersten Kritikpunkt an, das ist die Story. Jack Fincher war ja halt der Drehbuchautor, hat er es geschafft, diese Biografie wirklich für den Zuschauer gut rüberzubringen? Ja, hat er geschafft. Sie ist wirklich sehr detailliert erzählt, sehr, sag mal, die Liebe zum Detail steckt da auf jeden Fall drinne, die wahre Geschichte des Herman J. Mankiewicz aufzurollen. Und das merkt man auf jeden Fall. Die ganzen Charakterzeichnungen sind wirklich gut geschrieben und man hat natürlich aber auch für die Zeit einfach, wo es da wirklich stattgefunden hat, in den 30er, 40ern, das passt alles zusammen. Da hat David Fincher natürlich auch einen Anteil natürlich dran und hat das wirklich, das ganze Gesamtkonzept wirklich gut umgesetzt. Das Storytelling beginnt eigentlich ziemlich stark, sehr interessant, wirklich für jeden Cineasten ist das wirklich zu empfehlen oder ein Muss für jeden Filmfan. Wer wissen will, wie es, sagen wir, eigentlich in Hollywood ein bisschen dargestellt wurde damals und natürlich, was da passiert ist. Und natürlich hat man auch noch natürlich jetzt ab der Mitte dann so ein bisschen den Punkt, wo man vielleicht das Pacing zu langsam gemacht hat und man merkt einfach die 2 Stunden und 11 Minuten. Ja, aber ansonsten ist das wirklich mit den Flashbacks und den Gegenwartsszenen eine durchdachte, gute Story und gehört wirklich zu diesem Jahr auch mit zu einer der besseren Filme in dieser Biografie und kann man wirklich da schon mal empfehlen. Ein Film ist natürlich auch nichts ohne gute Schauspieler und da haben wir wirklich viele an der Zahl. Wir haben auf jeden Fall Amanda Seyfried, spielt hier Marion Davis. Lily Collins spielt Rita Alexander. Torrance Middleton übernahm die Rolle von Sarah Mankiewicz. Tom Pelfelfi spielt Joseph L. Mankiewicz, den älteren Bruder des Drehbuchautors. Orson Welles wird von Tom Burke und natürlich haben wir auf jeden Fall Gary Oldman als Herman J. Mankiewicz, den wir da sehen. Und da muss man einfach sagen, er verkörpert wirklich die Rolle sehr gut. Allein Darkest Hour, die dunkelste Stunde, hat er ja schon bewiesen, was er drauf hat. Auch in anderen Filmen weiß man auf jeden Fall, dass er ein guter Charakterschauspieler ist. Und das hat er hier auch nochmal bewiesen. Weil man musste mal überlegen, Herman J. Mankiewicz war ja wirklich sehr alkoholkrank gewesen, alkoholsüchtig. Und das muss man erstmal schaffen, so einen gebrechlichen Typen zu spielen, der an Depressionen leidet, das alles hinterfragt. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Die anderen Schauspieler spielen soweit immer, wenn man noch wirklich Screentime, also die haben ja nicht so viel Screentime. Eigentlich ist es ja auch wirklich Gary Oldman, der ja wirklich am meisten Screentime hat. Die anderen spielen soweit wirklich sehr solide. Amanda Seyfried hat dann ein bisschen mehr Rollen, so Laufzeit, die sie dann halt spielt. Und das macht dann auch einen guten Eindruck. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind die Locations. Die Location ist sehr, sag mal, wirklich ein originaler Ort gewesen. Damals, wo sogar Herman J. Mankiewicz da sein Drehbuch geschrieben hatte, war es auch so, dass er dann jetzt, also jetzt natürlich David Fincher, in dieser Hütte, die natürlich nicht mehr so heiß wie damals, gedreht hatte.
Der Film ist natürlich auch speziell nur in Schwarz-Weiß gedreht und hat natürlich auch noch eine Anmerkung, ist natürlich auf alt getrimmt. Also heißt, man hat erstmal eine super hochauflösenden Format gedreht, hat dieses natürlich dann nochmal aufgeweicht, nochmal ein paar Kratzer reingemacht. Diese Kratzer hat er sogar damals im Fight Club benutzt. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen, diese Q-Markers. Und das muss man sagen, macht den Film auch natürlich auch nochmal aus. Der sieht wirklich so aus, wenn er in den 30er, 40ern gedreht ist. Und das muss man erstmal schaffen. Vielleicht für die Kamera und Bild einen Oscar-Anwärter? Man weiß es nicht. Ihr merkt schon, ich lobe den Film auf jeden Fall nicht hoch in die Höhe. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Dafür sind natürlich aber auch noch so Sachen wie der Score. Natürlich die Musik an sich, die ist auf alt getrimmt. Ganz gut gemacht auf jeden Fall. Das ganze Gesamtpaket stimmt. Mich hat der Film wirklich gut unterhalten. Natürlich muss ich sagen, so war nach anderthalb Stunden war es dann so ein bisschen, wo ich dachte, okay, man muss jetzt ein bisschen zum Ende kommen. Diese Streitigkeiten zwischen, wie gesagt, Mank und natürlich Orson Welles waren sehr interessant. Die wahre Geschichte zu erleben, was da passiert ist. Auch natürlich die Kehrseite von Hollywood, was natürlich auch man auch als Zuschauer wahrscheinlich sich schon gedacht hat, was da so abgeht. Und das natürlich vielleicht heutzutage auch, vielleicht als Beispiel bei Johnny Depp, sehr drogen- und alkoholsüchtig sind. Der Ruhm ist natürlich da und man kann in diese Depression fallen. Das finde ich, hat David Fincher und natürlich sein Vater sehr gut, sagen wir mal, in diesen Film importiert. Und darum ist dieser Film auch wirklich sehr stark gelungen und bekommt von mir auf jeden Fall eine 8 von 10. Was sagt ihr zu dem Film? Habt ihr ihn schon gesehen? Dann gerne in die Kommentare und vergesst nicht ein Like hier dazulassen und natürlich ein Abo. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.